Hi meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Kurzgefasst. Ich habe jetzt überlegt, ich nenne das Format Kurzgefasst. Ja, nenne ich glaube ich Kurzgefasst. Habe ich jetzt so probiert. 8 Spiele mit Guardiola haben wir schon gemacht. Die SBC, die jetzt am heutigen Dienstag rauskam. Und ich muss sagen, er spielt bei mir, er hat hoch Workrates und deswegen spiele ich ihn auch auf dem linken, also auf der linken Verteidigerposition. Davies rutscht bei mir eins nach vorne auf die 8 und dann ist bei mir Guardiol der linke Verteidiger. Ich denke, mit diesen Werten sollte er das auch ganz gut können und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass er das ganz gut kann. Denn er ist auch Linksfuß und eben hat gute Workrates, ist nicht zu groß für einen Außenverteidiger und hat dafür sehr, sehr gutes Pace. Das habe ich mit Catalyst versucht, noch ein bisschen zu pushen, gerade weil er sehr, sehr gute Passwerte hat, aber die durchaus noch ein bisschen Push-Bedarf benötigen. Vor allem die Flanken, sollte man irgendwie mal über Flanken kommen. Aber auch der kurze und lange Pass werden hier nochmal richtig, richtig hoch gepusht. Ansonsten das Tempo, natürlich wird mit Catalyst das Tempo auch nochmal maximiert. Von daher ist das vollkommen fein für mich auf der Außenverteidigerposition. Er hat eine gute Beweglichkeit, eine gute Balance, war mir auch wichtig. 94er Reaktion, sehr, sehr gut. Und eine 93er Ruhe auch stark. Die Dribblingstats sind vollkommen in Ordnung für einen Verteidiger. Und auch die Verteidigungswerte sind sehr, sehr, sehr stark. Alles 90er Werte auf Auswahl die Kopfballpräzision. Defensive Bewusstsein 93. Faire Zweikämpfe, Grätsche 90 und Abfang 91. Also das ist vollkommen ausreichend. Dazu eine 91er Ausdauer, gerade im 3-5-2 sollte das eigentlich ausreichen, dass er einfach immer wieder nach vorne gehen kann, wieder nach zurück gehen kann, um die Fünferkette zu machen oder halt eben um eine zusätzliche Anspielstation zu sein, offensiv. Dafür hat er auch eben die guten Passstats, die da sehr hilfreich sind, um diese Offensive einfach noch ein bisschen zu unterstützen. Dazu 94er Stärke, 91er Aggressivität, einfach top. Ich kann euch wirklich sagen, diese SBC könnt ihr abschließen. Er hat den Power-Kopfball auch noch, obwohl er nur eine 83er Kopfballpräzision hat, aber eine 92er Sprungkraft. Ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Es ist eine Karte, die kostet 150.000 Münzen. Soll man sie machen? Ich würde sagen, wenn ihr einen Dicker nicht habt oder wenn ihr einen Schlotterbeck nicht wollt, dann auf jeden Fall. Dann könnt ihr ihn auch als Innenverteidiger spielen. Gar kein Problem. Wenn ihr einen Süle schon gemacht habt und einen Endiger habt, dann würde ich ihn nicht machen, weil das sind eigentlich schon die zwei absoluten aktuellen Endgame-Innenverteidiger für die Bundesliga. Süle vielleicht ein bisschen langsam, wobei 88 Tempo heutzutage, Alter, 88 Tempo, what the fuck. Wenn ihr ihn auf links spielen wollt, dann auf jeden Fall, wenn man dafür einen Davies auf die 8 ziehen kann. Es ist ein super Verteidiger. Auch für die Dreierkette, dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch als äußeren Innenverteidiger spielen. Und da sollte er mit 92 Tempo vollkommen ausreichend sein, um da einfach die äußeren Innenverteidigerpositionen zu besetzen und da ausreichend für Action zu sorgen. Kann ich diese Karte empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Welche Alternativen haben wir? Das schauen wir uns jetzt kurz an. So, da hätten wir zum einen natürlich seinen kongenialen Sturmpartner und wenn ihr die beiden habt, ist es natürlich der absolute Perfect Link, Strong Link. Also das ist einfach dann brutal, also Klostermann ist ekelhaft. Er ist natürlich der perfekte Partner, wenn ihr ihn habt und keinen mehr bräuchtet, dann würde ich Guardiola nicht machen, dann würde ich ihn eher bevorzugen. Dann haben wir noch einen Lacroix, der kostet ähnlich viel, auch deutlich schneller, nicht mal einen Punkt schneller nur und im Defensiven dafür schwächer. Aber halt Franzose, bla bla bla. Aber halt eben auch doppelt so teuer. Ich würde eher Guardiola sagen als ihn. Lucas Hernandez ist natürlich eher der Innenverteidiger und vom Tempo her auch nicht mehr ganz so das Gelbe vom Ei, aber vollkommen ausreichend. Dazu noch Franzose, perfekt. Hincapier, wie auch immer. Für mich war das mein absoluter Go-To-Innenverteidiger, bis jetzt eben das Team of the Season kam. Absolut brutal. Halber Preis von Guardiol, fast sogar ein Drittel des Preises von Guardiol. Und sehr ähnliche Stats und sehr ausreichend gute Stats. Er eben dann eher halt Innenverteidiger, auch wenn er 99 Short-Passing hat und 96 Long-Passing. Natürlich absolut Innenverteidiger. Deswegen für mich keine Alternative. Schlotterbeck. Ähnlich gut, war bis jetzt eben bis Guardiol und ich Endiga in Red gekriegt habe, mein Innenverteidiger, wurde dann halt relativ schnell ersetzt, aber ist auch vollkommen ausreichend für die Bundesliga, absolut geile Werte, absolut gut linkbar und er ist halt natürlich für die Linksverteidigerposition, das Nonplusultra,
neben David Raum, der da auch natürlich eher der Linksverteidiger ist, den man da nehmen kann. Und halt natürlich zum Beispiel noch einen Jérôme Roussillon, der für 133.000 Münzen weggeht. Ist natürlich aber nicht ganz so stark, ist halt einfach nur schnell. Das muss man natürlich bedenken. Wir haben bei Guardiol, finde ich, für einen Außenverteidiger nicht das perfekte Pace, aber dafür super defensive Werte und super Passwerte, die da ihn auf jeden Fall möglich machen, ihn auch als Linksverteidiger zu spielen. Und ich glaube auch, dass er die Außenverteidigerposition schon besetzt hat bei RB Leipzig. Ansonsten, wenn ihr andere Meinungen habt, wenn ihr noch andere Spieler habt, die ihr gerne sehen möchtet, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen. Wir sehen uns beim anderen Video. Bis dann und tschüss.